Letzte Woche noch Zinssorgen, diese Woche Corona-Zuversicht. Der DAX jedenfalls ging schon wieder in Richtung neuer Allzeithöchststände. Mit welcher Strategie sollte man jetzt weitermachen? An der Börse gilt im Grunde genommen keine Wahrsagerei, sondern pures Chance-Risiko-Verhältnis, so sehen wir das. Und vor wenigen Monaten wollte noch niemand was von Aktien wie Fraport oder Carnival Group oder anderen Titeln wissen, die jetzt mit Abflauen der Corona-Krise wieder gefragt sein werden. Man könnte auch die TUI noch nennen. So, die jetzt sind jetzt schon wieder angeschoben worden und damit ist die Sektorrotation aber irgendwann auch abgeschlossen. Und dann geht es wirklich darum, wer kann 2022, 2023 nachhaltig Geld verdienen, und dort wird man sich hin orientieren. Das Thema vertiefen wir jetzt und schauen zudem auf die teuren Tech-Aktien. Sind die ihren Preis wert? Außerdem gibt es wieder zwei Top-Empfehlungen, BASF und TUI. Das alles heute hier bei Inside Markets X von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die Technologiebörse Nasdaq hat sich seit dem Corona-Crash im März 2020 zu März 2021 fast verdoppelt. Ist das eine gesunde Entwicklung der Corona-Gewinner oder steckt dahinter eine Blase? Na, pauschal würde ich das nicht sagen, dass das alles Corona-Gewinner sind. Es gibt selbstverständlich welche, wobei die in der jüngsten Vergangenheit auch schon wieder gestutzt wurden. Siehe Zoom, die ja von ihrem Rekordlevel schon üppig fast 40% zurückgekommen sind. Aber ohne Zweifel, die Amerikaner werden nach meiner Auffassung aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen. Einmal mehr, wie das bei der Finanzkrise auch schon der Fall war. Sie drucken Geld, sie buchen ihren Bürgern Geld bar aufs Konto und sie unterstützen ihre Wirtschaft, und übrigens sind sie mit Corona fast schon durch, auch wenn man das hier nicht glauben mag, aber in den USA läuft vieles schon wieder an. Wir sprechen gleich weiter, welche Tech-Aktien trotzdem interessant sind, jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading, euer Börsenwissen verbessern wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Der nächste Termin ist am 6. April um 19 Uhr. Großer Marktausblick mit dem Portfolio-Manager André Stagge. Er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager am Markt agiert. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Schaut man auf Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist das bei Tech-Aktien oft enorm, ja manchmal sogar astronomisch hoch. Ist das aber gerechtfertigt, weil diese Unternehmen die nächsten Jahrzehnte maßgeblich bestimmen werden, oder steckt dahinter eine Blase? Kurs-Gewinn-Verhältnis ist zum einen eine schwierige Kennzahl bei Wachstumsunternehmen wie beispielsweise Airbnb. Die haben nämlich gar kein G, also sprich keinen Gewinn. Da muss man eher auf die Markenstärke und möglicherweise auf Cashflow gucken. Und bei anderen Firmen ist das gerade nach einer Krise auch schwierig einzuschätzen. Wir erinnern uns mal an die Finanzkrise. Da gab es bei Infineon mal Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 400, 500 direkt nach der Krise. Aber das KGV kann ja dann auch sinken, wenn die Komponente G, sprich der Gewinn, über die Zeitachse steigt. Insofern, gerade in solchen Phasen wie jetzt wäre ich mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis doch sehr vorsichtig. Es gibt da andere und möglicherweise bessere Indikatoren. Das wären zum Beispiel? Naja, wie gesagt, der angesprochene Cashflow, aber dann auch Markenstärke. Da sind wir wieder bei der angesprochenen Zoom, dass man sich überlegt, wie werden die in den nächsten Jahren agieren, oder auch Netflix oder auch Disney. Um diejenigen, die zu den Corona-Gewinnern zählen, mal zu erwähnen. Und dann sollte man eher auf diese Komponenten gucken. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf BASF. Der Abwärtstrend der letzten Jahre konnte Ende 2020 überwunden werden. Das Aufwärtspotenzial liegt jetzt bei knapp 70 Euro. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Weitere Ziele lassen sich bei 72 Euro und einem Cent für die BASF-Aktie ableiten. Endgültiges mittelfristiges Ziel stellt die Barriere um 75 Euro dar. Spätestens an dieser Stelle sollten längerfristige Gewinnmitnahmen eingeplant werden. Zeitgleich könnte die Konsolidierung der letzten Wochen endlich ein Ende finden. Und wir schauen auf TUI. Natürlich liegen da die Hoffnungen auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen und auf viele Reisende, gerade in den wichtigen Sommermonaten. Und deswegen hat die Aktie auch zuletzt Aufwind gehabt.
Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart aber noch immer einen intakten Abwärtstrend. Erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 6 Euro werden unter technischen Aspekten Long-Signale ermöglicht und könnten für Auftrieb in den Bereich von zunächst 6,45 Euro, darüber an 6,79 Euro sorgen. Endgültiges Ziel stellt die Barriere um 7,87 Euro für die TUI-Aktie dar. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne der letzten Wochen und Monate ist als neutral zu bewerten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.